So Leute, einen wunderschönen guten Morgen hier aus dem Transporter. Wir sind auf dem Weg zum Nürburgring. Der gute Flo hier auch am Start. Ich habe leider meine Kamera vergessen, deswegen muss das heutige Video komplett mit dem Handy aufgenommen werden, was ich aber eigentlich ganz cool finde. Wir holen am Nürburgring eine Felge für den Lotus ab. Dann fahren wir vom Nürburgring aus zu Crump Design, holen dort den Lotus selber und dann muss ich den Lotus von Gießen aus, das ist in der Nähe von Frankfurt, nach Wuppertal bringen. Dort wird er ein bisschen repariert. Ihr habt ja gesehen, vorne der Front-Splitter ist ein bisschen beschädigt. Außerdem kommen noch ein paar Extras, die ich euch jetzt aber noch nicht verraten werde. Also richtig, richtig geil. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir das hier zusammen machen und ich nicht alleine fahren muss. Beziehungsweise alleine wird es gar nicht gehen, weil wir ja gleich zwei Fahrzeuge haben. Also nochmal ein dickes Dankeschön hier an Flo. Und euch nehmen wir mit. Und wenn ich gleich den Motor anlasse, kriege ich sehr wahrscheinlich ein dickes Grinsen im Gesicht. Das wird ziemlich nice werden. So Freunde, wir sind jetzt bei Komotec hier in der Nähe vom Nürburgring angelangt. Lotus in Hülle und Fülle, schaut euch das an. Wir haben die Felge sogar schon eingesackt, die werde ich euch gleich zeigen. Oh, geht mir hier das Herz auf, oder Flo? Ist das Wahnsinn. Das ist meiner, du siehst hier, das Panel ist normal. Also im Vergleich zu dem hier, 4 Carbon Panel und 430, Cup 430 Version. Ich weiß gar nicht, ob wir hier, nee, haben wir keine. Aber das hast du vielleicht gerade gesehen bei dem Lotus, der drüben stand. Der hat nochmal hier so ein paar Lufteinlässe. Ja? Okay, jetzt können wir mal Fischei-Optik machen, Flo. Also 410, 350, 350. Boah, die Farbe sieht aber auch gar nicht so schlecht aus, ne? Dann hier mit dem riesen Carbon-Spoiler. Alter Schwede. Elise, das wäre doch was für dich, oder Flo? Aber guck mal hier, der Preis beim 410er Modell 104.000. Also nochmal einiges mehr als bei meiner 350er. So, jetzt können wir mal die Felge zeigen. Wir sind gerade noch ein bisschen rumgegangen, haben sogar Sachen gesehen, die ihr nicht sehen dürft. Also sehr, sehr interessant. Wahnsinn, was hier rumsteht. Ich habe noch nie so viele Lotus-Fahrzeuge an einem Ort gesehen. Das ist wirklich Wahnsinn. Schön, oder? Hier kommt dann das Lotus-Emblem wieder rein. Finde ich schön, dass du jetzt einen grünen Rand genommen hast an der Felge. Ja, natürlich. Ja, ich dachte, grüner Rand. Nee, mega geil, die packen wir jetzt ein. Und jetzt geht es auch weiter nach Gießen zu Crump Design. Da holen wir den Lotus ab und dann geht es Richtung Wuppertal. Also viel Fahrerei heute. Aber es macht doch Spaß, oder? Das hat sich jetzt schon gelohnt. Ja, auf jeden Fall. Also das, was wir hier gesehen haben, ist echt geil. Also was für Fahrzeuge da waren. Ich wünschte, ich könnte das zeigen, aber dürfen wir halt leider nicht. Ja, ich hoffe, ihr versteht das. So, Freunde, wir sind jetzt bei Crump Design und ihr könnt es schon sehen. Da steht er! Da ist er! Baby! Steigen aus, sagen den Jungs Hallo und dann werde ich mich in den Lotus schwingen. Ah, Flo! Endlich! Endlich wieder! Ich freue mich so hart, wirklich. Moin! Mein Lieber! Ich habe die Kamera vergessen, deswegen heute iPhone-Action. Ja, es macht voll Spaß. Wirklich. Es macht richtig Spaß. Guck mal, ich habe hier so Fisheye-Optik. Siehst du das? Ist ja sehr geil. Crazy, oder? Ja. Nice, was da steht hier. Du siehst so intellektuell aus. Da ist er! The Man. Für die Leute, die es nicht wissen, ich habe letztens ein Paket bekommen und da stand drauf David, Herzchen, dann noch an einer anderen Stelle, David, Herzchen. Und der Postbote kommt rein, ne, kommt hoch, meint so, ich habe ein Paket. Und der grinst so, ich so, was ist denn jetzt los? So, okay, ein Herzchen drauf. Guck mal, bist du David? So, ja. Dann gucke ich mir die Adresse. Gießen, Crump Design, Wie findest du das? Das ist mein neues Vlogging-Setup, oder? Wirklich, ich stehe da voll drauf. Es macht so Spaß im Handy-Vloggen. Nimmst einfach die Innenkamera. Guck mal, wie geil das ist. Vor allem, es ist halt nicht so schwer. Ne, wenn ich normal diese riesen Kamera habe, dann fällt mir der Arm ab. Ich muss immer den Arm switchen. Ist einfach zu schwer. Ja. Was machen wir denn heute? Ich habe einen Roller dabei. Aber das gibt es nicht in dem Video, sondern in einem anderen Video. Ich hole den Lotus ab. Wir haben viel vor, ne? Müssen wir jetzt erstmal brainstormen. So lange hatte ich ihn nicht mehr in der Hand. Jetzt ist er endlich wieder da. Da steht das Auto und jetzt werden wir nach Wuppertal fahren. Sollen wir mal anlassen? Mach mal. Ich bin so hyped, wirklich. Guck, das ist der Schaden. Der wird jetzt auf jeden Fall repariert. Weil die ist ja so ein bisschen runtergekracht. Und das Ding habe ich schon komplett neu im Van. Und das wird dran geschraubt bei MAS-Style, also in Wuppertal, wo ich das gute Schätzchen noch gekauft habe. Und wir machen noch was anderes, und zwar die Bremssattel. Könnt ihr euch sicherlich denken, welche Farbe. Aber machen wir den mal an. Lotus läuft. Wir fahren jetzt tanken und dann geht's nach Wuppertal. Let's go! So, Freunde, wir sind jetzt angekommen in Wuppertal.
Ah ja. Das ist wirklich verrückt bei der Heizung, ne? Entweder geht es richtig warm oder richtig kalt. Irgendwie, also es geht nicht so ein Mittel, den gibt es nicht. Der Junge, das ist ein Sportwagen. Ein ja. Sportwagen. Sport. Sport. Sportwagen. Sollen wir mal den Markus suchen? Da ist er, der gute Markus. Lieber David, heute ist Katschen wieder drin. Ich verstehe gar nicht, warum du dich drücken möchtest, weil eigentlich sind die Videos, also für mich persönlich, immer die schönsten im Bereich Lotus, die ich jemals angefertigt habe. Als nicht an mir. Wirklich? Ja, wir haben immer so flüssige Gespräche und du bist mit einem Lächeln da, bin ich mit einem Lächeln da, ist es so eine Synergie. Das sehen die Leute da draußen auch. Das ist hier so ein XXL-Vlog gerade. Also wir haben ganz viel schon aufgenommen, den ganzen Tag begleiten war. Ja, okay. Jetzt sind wir halt gerade hier. Bei dir. Mal auch noch ein paar Daumen hochkriegen. Ja, oder? Für den Algorithmus. Daumen genau. hoch. Genau, hier hat man ja angesprochen. Genau, dann zeige ich mal dein Problem. Was wir machen müssen. Die gute Claim. Oh. Ne, ist ja runtergerockt. Mhm. Oh. Oh. Ja. Also die Kristallkugel ist eigentlich nicht mehr zu retten. Nein. Die ist ja jetzt, ich glaube, zwei oder dreimal hat die ein bisschen geschliffen. Ja. Also ihr müsst euch überlegen, bei über 200 Stundenkilometer, dadurch, dass wir hier einen leichten Defekt hatten, ist sie dann runtergeknallt und hat dann über den Asphalt geschliffen. Und bei 240, 250, jeder, der mit dem Motorrad schon mal mit dem Knie geschliffen hat, weiß, dass dann ziemlich schnell das Material abgetragen wird. Und deswegen, das sieht ja auch nicht schön aus. Und ich glaube, der TÜV würde auch sagen, Herr Boss, die Karre fahren Sie so nicht mehr. Muss das neu gemacht werden. Aber im Moment ist ja sowieso noch kalt. Ist noch kalt, genau. Ist noch kalt. Und wir machen noch was. Ich höre. Der sagt du doch gerne. Was haben wir denn noch vor? Das Farbliche? Das Farbliche, ja, das Farbliche. Dann werden wir jetzt mal die Bremssättel anpassen. Ne? Genau, weil wir brauchen den Farbton. Genau, wir haben nämlich rote Bremssättel, wie ihr sehen könnt, unschwer. Und das passt natürlich nicht zum Rest des Autos, beziehungsweise die Vollpolierung kommt ja nach der Reparatur. Ja. Und dann haben wir das Gesamtpaket abgedeckt. Nein. Genau. Noch da kommt, genau, da kommt ja. noch was, aber das verraten wir heute noch nicht. Genau. Genau. Wunderbar. Ah, ja. ich hab noch was. Du weißt ja, meine Felge ja. hat einen leichten Schaden. Die hast du hinten links gekillt, ne? Genau, die habe ich hier hinten links gekillt. Und deswegen haben wir eine komplett neue. Ja, mit grünem Rand. Drumrum, ne? Genau, ich dachte ja jetzt, ne? Jetzt habe ich schon gesagt. Von Anfang an. Ja, die Probefahrt mit dir kann ja leider nicht stattfinden. Er ist verkauft, ne? Niemals. Nein. Echt? Nein, es steht ja sogar dran. Nein. gar nicht, kaum beachtet. Da hat doch einer bestimmt das Video gesehen. Das weiß ich nicht, was gesehen. Muss man nachfragen, oder? Ja. Oh Mann. Aber geht nach Norddeutschland. Wo denn? Kiel. Ich brauche die Kontaktdaten. Wirklich? Ja, also wirklich? Ja, gerne. Ja? Mhm. Also, ich hab's schon gemacht hier. Ja. Von dem kannst du was lernen. Das ist ein Rallye-Fahrer. Was? Jetzt wird es interessant. Jetzt wird es interessant, genau. Also würde ich mich sehr freuen, wenn man da was zustande bekommt. Ja, gerne. Das ging aber schnell, den hattest du nicht lange, ne? Nein, nicht lange. Der Preis war für mich sehr, sehr interessant, auch dazu sagen. Ist auch ein sehr, sehr geiles Auto. Ja. Du bist ein sehr, sehr geiler Verkäufer, von daher, das hat gepasst, dann zack, bumm, bang, dann war das. Vorhin kam der ehemalige Besitzer wieder und sagte, ist mein Auto noch da? Ich sage, nee, ist verkauft. Du mich ganz treu und sagst, oh nein, ich wollte ihn gerade zurückkaufen. Nein! Das ist aber ein bisschen leid schon. Okay Leute, es ist jetzt 0.09 Uhr, ich bin wieder in Hamburg angekommen, ich bin komplett fertig, ich bin jetzt in den letzten 24 Stunden, ich glaube 1.300 oder 1.400 Kilometer gefahren, ich weiß gar nicht wie viele genau, müsste ich nochmal nachrechnen, auf jeden Fall war es ein sehr erfolgreicher Tag, nochmal danke an Flo an der Stelle und auch an Lotus Wuppertal, bin schon gespannt wie es wird und ja, ich lege mich jetzt erstmal aufs Ohr, ich bin sowas von müde, gute Nacht.